Hallo und herzlich willkommen bei loreline.de. Mein Name ist Eklis. Wir machen den Erfolg die Karte der Champions Feuerelementar. Dafür müssen wir den Feuerelementar im Tomanova-Reaktor zerstören, besiegen. Es gibt einen Erfolgspunkt und einen Beweis der Legenden. 18 Stück braucht man, um die Dekadenrüstung zu bekommen. Das Ganze ist in der Kategorie Nebengeschichten, Dekade der Drachen und die Händler sind in jeder Hauptstadt. Ich schreibe dazu was im Guide. Der Guide wird verlinkt. Und jetzt geht's los. Da ist er auch schon. Diesen wunderbaren Golem wollen wir begleiten. Das ist unser Ziel. Dieser Golem wird auch unser Gegner werden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Achso, wo sind wir denn? Hier, Provinz Metrika, Wegmarke Moridianisches Hochland. Und dann einfach hier so runter. Alternativ Überlebendenlager. Als Asura startet man eh hier unten. Bei der Wegmarke Sorendan. Also, oder lauft ihr einfach quasi nach Norden durch. Das wäre alles soweit. So, und ich wechsle mal kurz auf eine andere Klasse. Andere Spezialisierung eher gesagt. So. Jetzt machen wir erstmal den Weg frei. Wenn ihr euch wundert, was hier an der Seite aufploppt, das sind charaktergebundene Erfolge, die vor allem für neue Spieler interessant sein sollten, die neu über Steam zum Beispiel kamen oder generell neu anfangen. Damit könnt ihr deutlich schneller leveln. Da wird es eines Tages auch noch einen Guide dazu geben. Beziehungsweise genügend Informationen. So, wo willst du hin? Wo willst du hin? Ich mache mir auch mal einen persönlichen Weg. Notiz dran. So, Saubermann, willst du irgendwo hin? Ja, will er. Sehr schön. Ach ja, wann startet denn das Event? Immer alle 2 Stunden und 15 Minuten vor ungerader Stunde. Also 12:45, 14:45. You know. Genau, und er sammelt hier gerade überall dieses Gift mit etwas Feuer ein. Richtig gut. Krieg mal hin. Ist nicht so schwer. Magische Batterie nahezu voll. Nur etwas mehr. Verdacht ist das sicher. Wenn Asura sagen, ein Golem schafft noch mehr, dann funktioniert das meistens nicht. Asura sind ungefähr die kleinverrückten Wissenschaftler in der Welt von Tyria, die absoluten Knacks weg haben. Kennt ihr Pinky und Brain? Naja, das ist ein bisschen so wie Brain, nur noch eine Schippe drauf. Nicht gut. Gar nicht gut. Oh mein Gott, was hat mich da aus dem Leben gehittet? Also ich wusste ja, dass das skaliert wurde und verbessert wurde, dieses Meta-Event. Aber dass ich instant den Arsch versohlt bekommen habe... Hatte ich noch nicht. Ist irgendwie neu. Genau, der Golem läuft hier erstmal so ein paar Spots ab. Wenn ihr diese Events hier alle mitnehmt, dann könnt ihr auch... die Karte des Abenteuers Maguma-Dschungel mitnehmen. Und witzigerweise ist der eigentlich... Also, diese Karten hier, Brisbane-Wildnis, Provinz Metrika, Kaledon-Wald, Blutstromküste, Funkenschwärmer, Sumpf und ich meine auch Malstromgipfel zählen als Dschungel, während der eigentliche Dschungel hier drüben Herz ist. Nee. Arnett-Logik. Nicht meine Logik. es ist total verwirrend, aber man kriegt es irgendwann mal raus. Genau, ein paar Events sind das. Die könnt ihr dann mitnehmen, einfach hier von dem Meta-Event. Da müsst ihr nicht mehr viele machen. Ist aber auch so nicht sonderlich schwer. Generell könnt ihr euch merken, immer wenn irgendwie sowas Orangenes aufploppt, dann ist es ein Event. Manchmal ist ein Event auch rot,
Dann ist es irgendwie ein Meta-Event. Muss nicht zwingend ein Meta-Event sein. Meta-Events können auch orange sein. Ja, ich weiß, es ist total verwirrend. Genau, jetzt geht der Golem hier in die Mitte und saugt den Spaß hier auch noch ein. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Sag mal. Warte mal. Nein, kriege ich das nicht mehr hin? Ah. Man konnte früher auch einfach mal so hoch. Ha! Ha! Ich habe es geschafft, ohne Mount hier hochzukommen. Genau, jetzt macht er das hier in der Mitte auch noch. Und dann verwandelt er sich aufgrund von Überlastung in den Feuerelementar. Und dann müssen wir ihn besiegen. In 3 Minuten 55 sollte der Käse hier gegessen sein. Spätestens dann verwandelt er sich. Also ein bisschen Downtime werdet ihr haben. Das ist aber nicht so schlimm. Das wird euch öfters passieren, dass ihr irgendwo Downtime haben werdet. Ihr könnt die zum Beispiel nutzen, um euer Inventar aufzuräumen, so wie ich das hier gerade mache. So, lala. Genau, ihr werdet für den Erfolg einen Erfolgspunkt bekommen und einen Beweis der Legenden. 18 braucht ihr, dann könnt ihr euch die Kartenrüstung zulegen. Die jetzt zum 10. Jahrestag von Guild Wars 2 rauskam. Das ist auch eine... Also, alles aus Dekade der Drachen dreht sich um 10 Jahre Guild Wars 2. Und ihr seht, ich habe noch ein bisschen was offen. Zwei Minuten 20 noch. Falls ihr euch gerade wundert, was sind das hier alles für grüne Golems, Mechs, warum habe ich den nicht? Nun ja, ihr werdet dann wahrscheinlich keinen End of Dragons haben und damit die Spezialisierung Mechlenker noch nicht. Und das sind alles Ingenieure. Und die machen dieses Event auch nur aus demselben Grund, wie ich das hier mache. Falls ihr euch jetzt fragt, was ist End of Dragons? End of Dragons ist das dritte Addon. Davor kommen noch Heart of Thorns und danach Path of Fire und dann End of Dragons. Und zwischen den Addons sind noch lebendige Welten drin. Insgesamt 5 Staffeln. Die eine ist kostenlos für euch, wenn ihr den Free-to-Play-Account besitzt. Ihr werdet allerdings nicht hier alle Erfolge machen können. Also zum Beispiel Drachensturz, Drachensturm und so ein Spaß werdet ihr nicht machen können, weil das teilweise gebunden ist an Add-ons. Hier zum Beispiel Widerstand des Drachen, das ist Heart of Thorns. Welt gegen Welt könnt ihr machen, Spieler gegen Spieler könnt ihr machen, die Bosse könnt ihr machen, die Events könnt ihr teilweise machen, Herz von Maguba könnt ihr nicht machen, Kristallbüste könnt ihr nicht machen und Kanter könnt ihr nicht machen. Grob zusammengefasst. Es gibt ein paar Ausnahmen. Jo, jetzt sind es nur noch 40 Sekunden. Er hat einen witzigen Namen. MC Killerhuhn. Okay. Falls ihr mal wissen wollt, wie viele Spieler so ungefähr auf der Karte sind. So viele Spieler sind gerade hier bei dem Meta-Event.
dunkelgrün außen vor genommen, nur dieses türkisgrüne, das sind alles Mitspieler, die alle jetzt hier gerade mitmachen wollen. Kenne ich irgendjemanden? Nö. Ah, falls ihr euch fragt, was ist dieser blaue Titel hier, Extra Life? Ruby Bayer ist wohl mehr oder weniger das bekannteste Gesicht von GW2, weil sie für ArenaNet arbeitet und alles gefühlt hostet, was an Ankündigungsevents ist. Und die gute Dame hat gerne ein Charity-Event. Das nächste dürfte im nächsten Monat schon sein. Und da gibt es immer mal wieder Bundles hier im Schwarzlöwen, in der Schwarzlöwen-Handelsgesellschaft. Und da könnt ihr euch diesen Titel erwerben, der nämlich blau ist. Und er ist da, der Feuerelementar. Und wir hauen drauf auf ihn. Und ist er nicht wunderbar groß? Oh mein Gott, ich sollte da nicht rein. Das macht Aua. Oh mein Gott, kommt da jetzt das runter, was ich denke, was runterkommt? Oh mein Gott. Okay, falls ihr euch fragt, warum sagt er oh mein Gott? Naja, früher gab es diese Meteoriten hier nicht. Und es wird sogar angezeigt, bitte über eine Schockwelle springen. Okay. Großartig. Ich mag den Boss jetzt schon, der ist ja super. So, da kommt das nächste. Aber ansonsten hat er keine sonderliche Zusatzmechanik, oder? Also, ne? Sieht nicht so aus. Nur diese Feuer... nicht in die Feuerfelder laufen, die machen Aua. Ihr werdet das sehr schnell merken, wenn ihr noch nicht Level 80 seid und noch nicht runterskaliert... Also, Level 80 Charaktere werden runterskaliert, haben aber trotzdem ein bisschen mehr Rüstung, ein bisschen mehr Stärke, ein bisschen mehr Leben. Als, für dieses Gebiet vorgesehen, nämlich 1 bis 15 ist hier so das Average Level. Oh mein Gott. Das tut weh. Okay, mich hat's gelegt. Okay, Jadebot angeworfen. Jadebot bekommt ihr auch nur mit End of Dragons. So. Ich heb mal den Downy hier auf. Ich bin nett. So, nehmen wir den nächsten noch auf. 1% und fertig. Dekade der Drachen, Dekade des Champions. Feuerelementar abgeschlossen. Ein Erfolgspunkt und ein Beweis der Legende hinbekommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten liken und abonnieren nicht vergessen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.